Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Grim Dawn. Also, da ist ein Feuer in deinen Augen und Blut an deinen Kleidung. Hast du diese verdorbenen Männer erledigt? Sag mir, wie hat es sich angefühlt? Es fühlte mich als rechtschaffender Mensch bestätigt. Ich habe mich viel dabei gefühlt. Bedauern, diese Menschen haben einmal gelebt. Es verbittert. Ich würde sagen, ja. Er ist verbittert und will die eigentlich nur tot sehen. Für sie sind es nur Monster. Dass sie mal Menschen waren, das ist unwichtig. Oder für ihn nicht mehr existent? Vorhanden? Ja. Genau, das wollte ich hören. Wäre mein Bein nicht so miserabel, wäre ich mit dir da draußen gewesen. Andere mit gutem Eisen zu bezahlen und die Geschichte zu hören, ist nicht nur die zweitbeste Sache. Apropos, hier ist dein Anteil. Und wir haben 800 Eisen und Schrott gekriegt. Du hast eine Menge dieser wandelnden Toten getötet, aber das kannst du bestimmt noch besser. Durch die Ether-Korruptionen werden einige wirklich monströse Mutationen unter den Toten erschaffen. Ich habe eine Geschichte von den Überlebenden aus Burwich gehört, die mit eigenen Augen eine schreckliche Transformation gesehen haben. Balros und Hagra waren gute Leute, besaßen das Gasthaus oben in Burwich, das heißt, bis der Äther sie erwischt hat. Hat sie in Dinge verwandelt, die man früher nur in Albträumen gesehen hat. Diejenigen, die entkamen, sprachen von aufgeblasenen Fleisch- und Knochenklingen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Man sagt, sie hätten die Überlebenden bis zu den verfaulenden Feldern südlich von Burwich verfolgt. Geh und erledige ein paar von ihnen. Berichte mir dann vom Gemetzel. In Ordnung. Wir haben hier sonst nichts mehr zu tun. Also alle sind immer noch gleich. Gut. Hat sich nichts geändert. Ist das neu? Egal. Und damit wir ein bisschen mehr Platz kriegen. Grob gekritzelte Notiz. Nun, ich bin kein anständiger Mensch und ich kann sicher nicht gut schreiben, aber jeder muss erfahren, was dieser Ort wirklich ist. Dieses Gefängnis, es ist nicht wie ein Gefängnis, in dem ich schon mal gewesen bin. Oh, das bewegt sich hier auch. Gewesen bin und ich habe schon mehr gesehen, als mir lieb ist. Männer bleiben hier auch nicht lange und die Jungs, die sie festhalten, sind keine Kriminellen. Das wüsste ich. Wenn ich einen Mann sehe, sehe ich in seine Augen, dass er etwas Unrechtes getan hat. Diese Jungs, ich sehe Furcht. Ich habe diesen Aufseher ein paar Mal gesehen. Großer Mann in schwarzer Rüstung. Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man meinen, er wäre auf der falschen Seite der Gitterstäbe. Jeden Tag nehmen er und seine Lakaien dutzendeweise Gefangene zu dieser Hütte im Hof. Sie kommen nicht mehr raus. Später fährt ein Wagen an die Hütte. Er fährt immer vollbeladen weg. Sie lassen uns nicht mehr aus unserer Zelle raus. Aber ich kann sagen, dass nicht mehr viele von uns übrig sind. Die Hallen sind ruhig. Ich bin der letzte Mann in meiner Reihe. Die anderen, die wurden gestern mit der Ladung mitgenommen. Ich bin nicht... Ja, bitte nicht um Mitleid. Ich weiß, dass mein Ende in dieser Hütte ist. Aber vielleicht ist die Notiz meine einzige gute Tat in meinem erbärmlichen Leben. Gibt's? Nein. Verklickt. Ja, yeah, okay. Die geht nicht mehr weg, weil wir sie schon gelesen haben. Okay. Weg damit. Inquisitor Creek.
Erster Eintrag. Ich bin gerade auf dem Weg zum Dorf Burridge, um eine Reihe seltsamer Vorfälle zu untersuchen, die in diesem Gebiet gemeldet wurden. Da es langsam dunkel wird und die Sümpfe dieser Region nachts sehr gefährlich sind, habe ich mich widerwillig eine Unterkunft in einer verkommenen kleinen Taverne in Lower Crossing genommen. Vielleicht bin ich von meinem eiligen Reisen erschöpft, aber es fühlt sich so an, als ob ein seltsamer Druck und eine Elektrizität in der Luft liegt. Es ist fast so wie die Stille vor einem donnernden Sommersturm. Aber dennoch scheint die Sonne und keine Wolke es zu sehen. Alles ist so, wie es sein sollte, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass bald etwas Furchtbares kommen wird. Okay, er sollte etwas untersuchen. Seltsame Vorfälle, und gerade vorhin haben wir erfahren, dass hier irgendetwas passiert, als es noch ein Gefängnis war und dass Leute weggebracht wurden. Okay, ist das zwei? Hier. Inquisitor Creek, zweiter Eintrag. Als ich gerade am Aufbrechen war, um meine Reise nach Burridge fortzusetzen, wurde dringend meine Hilfe bei einem Holzfällerlager im Old Grove westlich von Davis Crossing benötigt, wo drei Holzfäller durch seltsame Tierangriffe teilnahmslos und blass wurden. Als ich ankam, wurde ich von Vorarbeitern mit sorgenvoller Miene begrüßt, der mich davon berichtete, dass die gebissenen Arbeiter wahnsinnig wurden und vom Gelände flohen. Angeblich sprachen sie in einer unbekannten Sprache. Der Vorarbeiter zeigte mir die Überreste der Tiere, zwei Graufüchse und ein Hund, die unter irgendeiner Art entsetzlicher Räude litten, lagen in einer schnell aufgehobenen Gruppe hinter dem Nebengebäude. Der Vorarbeiter erzählte mir, dass die Tiere plötzlich starben, als sie von den Arbeitern konfrontiert wurden, und dass ein starker grüner Dunst aus ihren Überresten entstieg. Kurz danach wurden die drei Holzfäller krank und ihr Geisteszustand verschlimmerte sich rapide. Es scheint, dass meine Präsenz in dieser Region überaus berechtigt ist. Okay, das waren wohl ätherische Hunde. Aha, okay. Meltons Harznotiz. Leider muss ich wohl ein Versprechen brechen. Ich gebe noch nicht auf, aber draußen sieht es nicht gut aus. Glücklicherweise habe ich die erste Nacht überlebt, als ich freiwillig die verwesten Untoten abgelenkt hatte, während Bourbon und seine Gruppe mit meiner kleinen Schwester Sibylle nach Devil's Crossing gelangten. Ich glaube an Bourbon, und wenn jemand diese Leute in Sicherheit bringen kann, dann er. Bevor sie losgingen, sah ich Bourbon in die Augen und sagte ihm, er soll sie beschützen. Er legte seinen Arm auf meine Schulter und sprach in seinem sanften, beruhigenden Ton. Er sagte mir, er würde alles tun, was er kann, aber ich müsste ihm auch etwas versprechen, dass ich mein Bestes tue, um hier lebend wegzukommen. Naja, jetzt sitze ich ganz schön in der Klemme. Ich habe die Untoten abgelenkt, aber jetzt bin ich hier eingeschlossen. Ich verstecke mich in alten heruntergekommenen Hütten und wechsle immer die Position, wenn die Untoten zu nahe kommen. Ich sehe keinen Ausweg und ich habe bald kein Tageslicht mehr. Die Untoten scheinen generell dumm zu sein, aber ich glaube, sie haben letzte Nacht das Flussufer ausgegraben, damit das Wasser die Straßen auswäscht. Es ist fast so, als würde sie etwas lenken. Ich bin noch nicht fertig und habe nicht vor, in dieser vergammelten Hütte zu sterben. Ich werde versuchen, mich zu befreien und werde kämpfen, wenn es sein muss. Falls es zum Äußersten kommen sollte und
du diese Notiz bei meiner Kartenleiche finden solltest, nun, dann sag bitte meiner Schwester Sibylle, was geschehen ist und sag ihr, sie soll tapfer sein. Ich kann nur hoffen, dass sie es nach Devil's Crossing geschafft hat. Und da drüben steht sie. Also, ihr geht's gut, keine Sorgen. Kleiner. Sein Schreiben an den Reutmeier Brutschwur. Oh. Und wieder ein bisschen was zum Lesen. Es ist an der Zeit, um unsere ätherischen Erzfeinde in Reutmeier anzugreifen. Hä? Ätherischen Feind? Brutschwur? Okay, Moment, da steht. Schon jetzt sammeln wir unsere Kräfte in den Hügeln über Burwich für einen Angriff auf das Dorf. Bevor das jedoch geschehen kann, müssen wir zuerst Whitemire sichern, damit uns kein Feind hinterrücks angreift. Obwohl ihr stark, loyal und bereit seid, im Namen von Cthulhu zu sterben, glaube ich, dass ihr ungenügend Blutgeschworene habt, um die ätherischen Präsenz zu besiegen. Vor kurzem ist es uns gelungen, aus der Leere nach mächtigen Dienern von Cthulhu herbeizurufen. Ein einziger Vorbote kann also alle ätherische in Whitemire auslöschen und sogar Devil's Crossing übernehmen, das in dieser Region als Festung für unsere Ordnung dienen könnte. Um einen Vorboten herbeizurufen, werdet ihr das Blut und das Leben von mindestens 3 Männern benötigen. Sammelt die Opfer, die ihr für angemessen haltet, entweder von Flüchtlingen auf der Straße Roverlagern oder Auserwählte unter euren eigenen Blutgeschworenen. Berichtet mir von eurem Erfolg, wenn es vollbracht ist. Ultor Drake, Hohepriester. Also, die Blutgeschworenen sind ja diese Ketzer oder Ketzernächte, diese fanatischen Cthulhu-Anhänger. Würde ich sagen, wenn sie Cthulhu anbieten. Ich hoffe, ich spreche es. Cthulhu? Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und verschmutzte Notiz. Okay. Habe uns einen Haufen dieser dämlichen Rover geschnappt, die neulich nachts in unseren Verstecke wanderten. Wie so oft waren sie unbewaffnet. Natürlich versuchten sie zu fliehen, als wir sie überfielen, aber es hat ihnen nichts genutzt. Jetzt haben wir ein paar Sklaven, die in der Mine schürfen. Aber wir können keine Kohle essen und unsere Nahrungsvorräte gehen langsam zu Ende. Die Rover haben gerade noch einige Essabfälle dabei. Da die Burwich'sche Brücke zerstört ist, sitzen wir in diesen Sümpfen fest. Langsam frage ich mich, ob wir vielleicht einen Fehler gemacht haben, als wir nicht Crowley's Gang nach Westen gefolgt sind. Es mag nicht viel Beute in der Wildnis auf der Seite von Devil's Crossing geben, aber immerhin waren sie zahlenmäßig gut aufgestellt. Könnte bei der Menge wahrscheinlich ein schönes, großes Wildschwein jagen. Hier draußen haben wir nichts als Sliffs und die Toten. Okay. Das waren die Banditen, die Rover damals eingesperrt hatten. Die haben sie ja befreit. Aber gut. Okay, weil wir ein bisschen nach unten gegangen sind, sind wir auf der Karte hier markiert. Wenn Sie glauben. Oh Mann, war das viel zuvor vorzulesen. Gut. Jetzt stirbt, ihr Bastarde! Schon ein Schlag von mir, auch wenn sie nicht sofort sterben, sie sterben an der Erblutung und das ganze andere Zeug. Meistens. Eigentlich sollte ich die
Essensrationen einmal auf dem Boden liegen lassen für spätere Zeit. Gut. Wir müssen nächstes Mal etwas machen. So. Okay, hier haben wir alles durchsucht. Ja. Gut. Was ist Isaacs Versteck? Sehr gut. Genau nach dem haben wir gesucht. Fergie Bank. Oh, die sterben nicht, weil. Ja. Weil das Fernkampfangriffe waren. Wollte gerade sehen, ja. Wie gut funktioniert das mit dem Dorneneffekt? Der hielt sehr gut. Das macht fast 200 Schaden. Das ist schon mal gut. Wow, 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 wow. Also, das ist schon mal gut. Wir schauen uns das mal an. Hm? Nein. Nein, 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 nein. Zweihand-Axt. Aber die Schulterstücke. Konstitution und Raffinesse würden ein bisschen runtergehen, aber... Der Rest wäre besser. Durchschlagskraft, Schadensvergeltung und mehr Rüstung. Also, was will man mehr? Habe ich sonst noch etwas Graues an? Gut. Mal schnell die Gegend erkunden. Dann. Jetzt weiter. So. Und wir haben auch gelesen, die Untoten werden gesteuert. Die Frage ist nur, von wem? Von wem? Wer ist der große Drahtzieher? Die Ätherischen? Aber was haben sie davon? Eigentlich sollten wir jetzt eine Schadensart oder Verteidigung. Vergeltung hier. Wir machen physische Vergeltung. So viel plus noch Schaden. Und noch 35 Chaos. So eine Mischung aus beiden. Also 35 plus. Ja, über 200. 231 Schaden. Da drum ungefähr. Wir waren noch nicht mal in der Höhle da unten. Was? Okay, ist die Höhle miteinander verbunden oder? Ja, 231. Wie ich es berechnet habe. Okay, der hätte noch 7 Leben gehabt, falls er mich angegriffen hätte. Aber ich habe es gesehen. Ein Schlag hat ihn zwar nicht getötet, aber die Blutungseffekte und so haben ihm den Rest gegeben. Ich glaube, sie machen nicht mal so viel Schaden.
muss eigentlich gar nichts mehr machen. Einfach durchlaufen und dalalala, sterben. Also bis auf die, die mit Fernkampf angreifen. Wir noch die Gegend hier sicher. Okay, ich glaube, die sind wir schneller los, wenn wir sie angreifen. Also gut. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt da rein und wenn wir da rauskommen, ist es gut. Wenn nicht, gehen wir dann da rein. So. Nein, ist im Moment gut, so wie es ist. Da blinkt sie schon wieder. Ja. Kotzt mich an. Hier hatten wir alles, oder? Ja. Gut. Niemand, nichts und niemand soll überleben. Machen Sie alle fertig. Das geht einfach. Ich mag diese Klasse. Ich habe mal irgendwo gelesen gehabt, dass Nahkämpfer ein bisschen schwerer haben als Fernkämpfer, aber... Ja, wie soll ich sagen? Es läuft gut und ich finde... nicht schlecht. Und ich war schon immer mehr so der Nahkämpfer-Typ mit Magie. Also ein Nahkampfmagier. So wie es läuft, ist es optimal. Wir können eigentlich jeden mit einem Schlag wegbolzen. Die, die uns nebenbei angreifen, oder die, die wir nicht selbst angreifen, wenn wir uns mit jemand speziellen eingelassen haben. Zum Beispiel gegen einen Boss. Die Kleinen greifen uns an, sterben, und wir können weiterhin den Boss angreifen und sie sterben alle mit. Mir kommt gerade etwas in den Sinn. Haben wir Schildschlag, Gegenstand? Ja. Gibt es noch andere? Schildschlag, Kreaturangriff, nur wenn wir eine Kreatur hätten. Was haben wir da drüben? Okay. Das können wir dann ausprobieren. Unsere rechte Maustaste macht jetzt Sinn. Okay, das war unbeeindruckend. Also was genau macht es? Nebenhand, maximal 3. Okay, das ist ein Kampf gegen mehrere. Nicht schlecht. So, hier haben wir im Moment nichts. Okay, es hat eine Ablenkzeit, wenn es etwas trifft. Und macht 500 Schaden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Entweihte Schrein. Dieser Schrein ist verdorben und muss gereinigt werden. Herbeirufen. Hm? Gefangen. Tja, dank dem hier. Das letzte Marsch. Dank dem hier können wir auch diesen Angriff dazu nutzen, um unsere Schaden über Zeit zu vollbringen. Gut, ein weiterer Punkt und wir setzen es hier rein. Ja, es läuft gut. Hallo, hallo.
sollten wir von dieser Ruhe wegkommen. Ja, die sind böse. Oder ist das etwas, das wir machen? Man weiß das nie bei diesen Effekten. So. Hi, Hundis. Okay, wir sind hier im Moment. Da. Da. Das Liftzone. Ja, komm nur her. So. Sonst noch was? Nein. Hier auch nicht. Gut. Was war das für ein Lärm? Egal, wir haben hier ein paar neue Waffen. Ist das... Ah, verdammt. Macht weniger Schaden. Das können wir immer noch nicht anziehen. Obwohl es bald soweit ist. Konstitution. Feuerschaden. Wir machen noch keinen Feuerschaden. Feuerwiderstand. Ja. Blackwater Cocktail. Das ist, glaube ich, etwas beim Pyromantiker. Schade, aber okay. Und hier haben wir Verlangsamungswiderstand. Das ist gut. Verteidigungsqualität, Laufgeschwindigkeit. Je schneller wir laufen, desto besser. Dann kommen wir schneller zu den Gegnern. Ja, hier haben wir noch ein Erleben, Verteidigung, Energie pro Sekunde. Okay, wir schlagen zwar nicht mehr so schnell wie mit dem hier, aber dafür haben wir Elementwiderstand, was uns ein bisschen pusht, mehr Verteidigungsqualität und ein bisschen mehr Leben. Und das brauchen wir als Tank. Oder als Tankklasse. Dumm-di-dumm-di-dumm. Hallo. Wir sind hier fertig, wie es scheint. Schade. Aber so schnell kann es gehen. Und wir kommen hier raus. Okay. Haben wir irgendetwas übersehen? Nein. Außer der Weg da unten irgendwo. Aber das machen wir später. Blutbad findet, sieht frisch aus. Und dabei sehe ich noch kein Blut. Schrott. Was noch? Okay, hier ist nichts, aber da vorne. Hallo, ihr Lieben. Sehr gut. Das war einfach. I can't carry anymore. Was? Ernsthaft? Warum wird das jetzt die ganze Zeit gefragt? So. Die Gamaschen genommen. Da drüben haben wir alles gesehen. Gut. Aber wenn das wirklich so weitergeht, müssen wir schon bald zurückgehen. Okay. Hallo, ihr Lieben. Ich wollte gerade sagen, die halten aber viel aus, aber sind ja Level 13. Also unser Level. Ich glaube, das Vorgeplänkel hat jetzt aufgehört. Aber gut.
So kommen wir wenigstens ein bisschen weiter. Einerseits will ich nichts mehr aufnehmen, also hoffe, dass nichts mehr rauskommt. Andererseits ist ja bescheuert, denn wir wollen die Sachen. Das sind wichtige Utensilien. Utensilien. Ja, und sie verschwinden. Warum verschwindet das ganze Zeug? My inventory is full. I can't carry anymore. Hab ich's mir gedacht. Und eigentlich nur Schrott. Gut. Dann machen wir eine Reise zurück nach Devil's Crossing. Come see what's left of my wares. Und verkaufen den ganzen Mist. Als es gelb ist. Angriffsgeschwindigkeit. Das ist ein kleiner Bonus, okay. Weg damit. Also zuerst einmal das ganze weiße Zeug weg. Dann. Verbrennungsvergeltung für 3 Sekunden. Nee. Das ist eine Zweihandaxt. Ich kann weg. Weg. Zwei auch. Wir haben die Schulter vorhin ausgetauscht. Dann weg. 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 Die können eigentlich weg, aber ich glaube, ich behalte sie noch, falls ich mal irgendeine andere Klasse spielen werde. Versengende Glut. Rüstet alle Waffen, Schilde und Verzauberung. Interessant. Auch solche Sachen oder verkaufen wir ihm, haben wir die ihm verkauft? Nee, verkauft haben wir ihm das hier. Ich glaube, das hier. Ja, lassen wir es mal. Der Typ wiederholt sich eigentlich nur die ganze Zeit, also. Das bringt nichts. Rüber. Okay. Die letzte Macht. Dreimal das gleiche, nur dass ein paar Sachen ein bisschen anders sind. Kastos Rune. Verlangsamung Widerstand. Laufgeschwindigkeit 5. Physischer Widerstand, okay. Die Verteidigung ist hier höher und die Konstitution ist hier höher. Dafür ist hier die Laufgeschwindigkeit höher. Also die Zeug können wir eigentlich weg damit. Das ist neu. Und hier sieht man auch wieder Angriffsgeschwindigkeit, Zaubergeschwindigkeit, Fokus. Fähigkeit Störschutz. Klare Absicht. Ah, das ist schwer, was man behalten soll und was nicht. Aber sonst können wir hier nichts tragen. Gut. Dann gehen wir zurück und ich würde sagen, das war's für diese Folge.
wir haben die 30-Minuten-Marke schon wieder geknackt. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.